Und dann fragen die Leute mich, ob ich schwanger bin. Nein, ich bin einfach fett. Mein Mann macht mich fett. Ich glaube, das war aus Versehen. Und ich glaube, du bist richtig am Arsch. Genau, also ja. Ich habe auch Erfahrungen mit Ex-Freunden und Drogendealern. Oder Ex-Freunde, die Drogendealer waren. Ja, ein paar Monate später, nachdem wir auseinander waren, hatte er da eine Razzia bei sich zu Hause. Ups. Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und erstmal Happy New Year! Das ist mein erstes Video für das Jahr 2021. Ich sehe sehr, sehr positiv in das Jahr, denn 21 ist meine absolute Lieblingszahl. Und mal gucken, was so dieses Jahr passiert. Deshalb wünsche ich euch erstmal auf diesem Wege nur Gesundheit, denn das ist momentan das Wichtigste, dass ihr alle und eure Familie gesund bleibt, dass ihr happy seid und alles das, was ihr euch wünscht. Und ich dachte, für das erste Video für das Jahr 2021 muss es etwas sein, was ich so noch nie gemacht habe. Und es ist wirklich sehr, sehr lustig. Denn es ist zwar ein Let the Gossip Begin, aber diesmal gefüllt mit euren Stories. Und zwar war ich auf TikTok live und habe gefragt, hättet ihr Bock auf irgendwie sowas? Und da kamen sehr, sehr viele Vorschläge dazu, dass ihr mir eure Beichten innerhalb einer Beziehung schreibt. Also was euch passiert ist, was ihr gehört habt, was ihr selbst gemacht habt und was ihr noch nie erzählt habt, es mir aber erzählt habt. Deshalb bin ich da sehr, sehr proud. Thank you. Danke, danke. Boah, ich muss was trinken, ey. Aus diesem Grund habt ihr mir auf Instagram sehr viele Beichten von euch zugeschickt. Und ich habe mir auf jeden Fall schon ein paar durchgelesen. Ist schon sehr lustig. Natürlich ist alles anonym. Keine Namen werden hier genannt. Deshalb müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass, falls ihr was geschickt habt, dass gleich irgendwie euer Name aufploppt. Keine Sorge. Aber ja, ich würde damit dann auch direkt sagen, wenn ihr ready seid, let the gossip begin. Wie gesagt, ihr habt mir eure Stories geschickt, eure Beichten geschickt, aus euren Beziehungen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und wir fangen dann auch direkt mal mit dem ersten an. Meine Ex hat Nacktbilder verschickt, die mir dann von Typen geschickt worden sind. Ich würde mal dazu sagen, dumm gelaufen, sehr dumm gelaufen. Und das Mädel würde ich nicht machen. Also, auch wenn du einen Freund hast, auch wenn du keinen Freund hast, lass es. Ist nicht gut. Irgendwann, nee, lass es einfach. Es wird immer wieder auf dich zurückkommen und irgendwann werden die Fotos eh veröffentlicht von irgendwelchen Leuten, die dich nicht mögen und so weiter und so fort. Gab es damals auch bei uns zu Genüge und ich kam aus einer Kleinstadt, aber Junge, Junge, was es da für Stories gab. Deshalb, falls ihr vorhabt, Nacktbilder zu schießen, macht es nicht. Glaubt mir, macht es nicht. Mein Ex hat mich mit einem Messer bedroht. Also bin ich sehr froh, dass es mittlerweile dein Ex ist, weil sowas geht gar nicht, Alter. Wenn es bei der nächsten Gelegenheit einfach Sachen packen und weg. Sowas bringt nichts, kannst du wegwerfen, die Tonne menschlicher Abfall. Weg damit. Ich habe jeden einzelnen Orgasmus vorgetäuscht, weil ich ihn nicht verletzen wollte. Habe ich schon sehr oft gehört. Und eventuell. Nicht bei Eugen, aber eventuell. Ich lasse es mal so stehen. Dass ich mir einen Fake-Account angelegt habe und dann meinen Freund damit angeschrieben habe. Also ich sag mal so. Erstens, wer von euch, und seid jetzt ehrlich, wer von euch hat einen Fake-Account? Schreibt es bitte jetzt sofort in die Kommentare, denn auch ich habe einen Fake-Account. Es nützt manchmal. Also jetzt nicht wegen meinem Ex oder so, also. Aber manchmal gibt es so Menschen, die man einfach mal so gucken will, was so abgeht. Eventuell auch mal der Ex, ja, aber manchmal gibt es auch andere Menschen, wo man einfach gucken will, was da so abgeht. Also ist es nichts Verwerfliches. Ich glaube, 90% der Leute oder der Mädels auf jeden Fall kommentiert, lass mich nicht allein stehen, bitte. Mein Freund kifft Cannabis und er findet es cool, wenn ich es auch ausprobieren könnte. Also lass dich bitte, bitte von nichts zwingen. Das soll immer deine eigene Entscheidung sein. Ich sag mal so, ich will jetzt nichts sagen so, ich hab nie. Boah, Alter, meine Haare. Ich würde mich nie von irgendjemandem zwingen lassen, um Gottes Willen, never, never, ever. Sag einfach nein und du sollst alleine machen, so. Ich würde auch, also, nee, don't do it. Don't do drugs. Im Handy heimlich rumgeschnüffelt, also, das ist ja eine sehr süße Beichte. Ich denke mal, das haben die ein oder anderen von uns auch schon getan. Männlein und Weiblein. Nicht, weil man irgendwie was finden wollte, aber einfach mal gucken wollte, ob wirklich alles okay ist. War alles gut. Also bei mir jedenfalls. Meine Freundin war sehr verliebt, hab aber in der Zeit mit dem Typen geschlafen. Ah, muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Nee, du bist keine gute Freundin, das macht man nicht. Also das finde ich echt, boah, das, boah, Alter, das ist, mehr kann man das Vertrauen, glaube ich, nicht verletzen. Und dann ist es noch eine Freundin von dir, boah.
lass es, glaub mir. Also vielleicht macht es jetzt Spaß und es ist cool, bis es auffliegt, weil dann geht's richtig los. Lass es. Sei ein guter Mensch. Denk an dein Karma-Konto. Ist nicht gut. Als ich mal bei ihm zu Hause war, war ich auf Klo und hatte dann die Toilette verstopft. Es ist ja menschlich, ne? Das will ich ja gar nicht sagen. Aber das ist schon hart. Was macht man denn dann auch in diesem Moment so? Ich kenne eine Story, das war so ein Video von TikTok, wo so ein Mädel ihrer Schwester eine Sprachnachricht schickt und sie sagt, ich habe die Toilette verstopft bei meinem Freund, habe dann die Wurst rausgeholt. Sie hat dann die Wurst rausgeholt, das und dann ins Katzenklo getan. Und der Freund fragt sie so, hast du mein Katzenklo gekackt? Und das Mädel sagt so, nein. Und er sagt so, aber meine Katze ist seit 2 Wochen tot. Ich glaube, das wäre so ein Moment, wo ich mich einfach nur lebendig vergraben würde. Aber ich sag mal so, ich hoffe, du hast die Situation gut geregelt mit der verstopften Toilette. Ist mir zum Glück ehrlich gesagt noch nie passiert bei einer anderen Person. Aber das ist schon hart, aber auch lustig. War in einer Beziehung mit einer Frau 1 Jahr lang, obwohl ich wusste, dass ich schwul bin. Krass! Also, finde ich echt heftig, weil eigentlich so, ne, wie ging das denn dann? Wenn du eine sexuelle Orientierung zu einem Mann hast oder zu Männern hast, geht das dann überhaupt dann mit einer Frau oder regt sich da überhaupt was? Also deshalb finde ich es eigentlich krass. Vielleicht hast du es auch einfach nur gebraucht und nicht einfach nur, um für dich sicher zu sein. Okay, es ist wirklich so. Ich habe nämlich auch sehr, sehr viele Freundinnen, beziehungsweise sehr viele Freunde, wo die Freundinnen dann lesbisch oder schwul geworden sind. Deshalb, ich denke sowieso Schwule und, wie drücke ich das nicht gefährlich aus? Ich denke, jeder braucht irgendwo seine Erfahrung, um zu wissen, wo seine sexuelle Orientierung ist. Boah, Alter, mein Deutsch heute. Deshalb, also finde ich eigentlich krass. Also finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, cool, dass du es ausprobiert hast. Und dann noch 1 Jahr lang. Er ist mal beim Vorspiel gekommen und wir waren noch angezogen. Ein gefallener Bruder. Das ist hart. Uff. Kann natürlich passieren, will ich gar nicht sagen, so, ne? Aber wenn das mal mit jemandem bei mir passiert, unangenehm, sehr unangenehm. Ich beichte, dass ich nicht nur zum 4. Mal fremdgegangen bin. Ich schwöre, ich wusste, dass du mich anrufst. Ich wusste es einfach. Wieso wusste ich, dass du mich jetzt anrufst? Du rufst mich immer, wenn ich ein Video drehe. Love it, wenn mein Mann mich immer anruft, was ich essen will. Beste Ehe. Und dann fragen die Leute mich, ob ich schwanger bin. Nein, ich bin einfach fett. Mein Mann macht mich fett. Ich beichte, dass ich nicht nur zum 4. Mal fremdgegangen bin. Bro, ich weiß, dass es ein Bro war. Also, falls du dieses Video siehst, ist nicht cool. Und auch die Emojis dahinter ist nicht cool. Wenn das dann irgendwann die Frau ist, die du wirklich liebst und du merkst, ey, du hast Scheiße gebaut, du wirst dein ganzes Leben daran nagen. Ich sag es dir, wenn das die Frau ist, die du wirklich, wo du eigentlich weißt, ey, es ist die Frau fürs Leben und es ist alles super und es ist toll. Und dann machst du so eine Scheiße, ey, du wirst aufs Leben nicht mehr glücklich sein. Du wirst jedes Mal wieder darauf zurückgeworfen werden und es ist nicht cool, damit anzugeben, dass man zum 4. Mal fremdgegangen ist. Also ey, bye, Alter. Bin ich gar nicht cool. Habe ihn beim, einmal angepupst. Schlimmster Moment meines Lebens. Okay, mies. Es ist wirklich mies, Alter. Mein Beileid. Boah, das ist hart. Hab Urlaubsbilder von ihm und seiner Ex gelöscht. Ganz ehrlich, warum hat er die denn noch? Also, ich habe bestimmt auch irgendwo noch Fotos von meinem Ex-Freund irgendwo auf irgendeiner Festplatte so. Aber ganz ehrlich, wenn man die auf dem Handy hat, wenn man officially schon wieder in einer Beziehung ist, wozu? Warum willst du dann da drauf gucken und dich an die Zeit zurückerinnern, wenn du doch schon eine neue Beziehung hast? Also, ist okay, Girl. Affäre mit meinem Ex-Chef, 20 Jahre älter, angefangen für einen Mini... Schade. Alter, das ist wirklich krass, wenn man einfach mit seinem Chef... Das ist hart. Also, das kann ja gar nicht gut gehen, gerade wenn es eine Affäre ist. Du weißt ja, das kann nicht gut gehen. Warum macht man sowas? Also, und dann noch mit einem Mini... Okay, er kann da nichts führen, so ist es nicht, aber... Hab einem alten Kollegen Bilder von meinen Brüsten geschickt. Ich glaube, das war aus Versehen und ich glaube, du bist richtig am Arsch. Deshalb sage ich, mach einfach keine Nacktbilder. Leute, es macht keinen Sinn. Die werden eh, ganz im Ernst, wenn ihr einen Typen habt oder Mädel habt und so, ihr werdet euch eh irgendwann mal nackt sehen. Da braucht ihr auch nicht irgendwelche Bilder zu verschicken. Nicht mal das, nicht mal wenn der Typ oder das Mädel das irgendwie weiter verschickt, aber euer Handy kann gehackt werden, euer iCloud kann gehackt werden, euer Snapchat kann gehackt werden und dann seid ihr am
Ihr seid am. Deshalb lasst es einfach und wartet einfach, bis ihr euch seht. Dann seht ihr euch eh nackt. Real talk. Mein Ex wollte auch mein volles Tampon sehen, dass er weiß, dass ich nicht schwanger bin. Krank. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Also wenn irgendwann mal Eugen zu mir gesagt hätte, zeig mir deinen Tampon. Bruder, ich wäre sowas von schnell weg. Nee, Alter, einfach nein. Das kann man doch nicht verlangen. Was ist das denn? Warum kann man nicht einfach sagen, nein, ich bin nicht schwanger, ich habe meine Tage. Was ist das denn? No! Ja, das ist wirklich krank. Mein Ex hatte mal bei mir geschlafen und hatte einen Traum und hat sich eingepullert. Oh nein, ey. Also, natürlich war das bestimmt nicht extra und er hat das auch nicht extra gemacht und so. Und eigentlich sollte man sich nicht darüber lustig machen, so. Aber wie passiert sowas? Das frage ich mich. Wie passiert sowas? Und ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich wüsste, dass jemand neben mir, okay, im jungen Alter, wenn man vielleicht jung war und so oder Alkohol getrunken hat, das nicht mehr irgendwie. Oder wenn man ohnmächtig ist, dann kann man sich ja auch einpullern. So ist es nicht, ne? Aber, also ich bin froh, dass es in meiner Gegenwart noch nicht so war, weil ich nicht wüsste, wie ich reagieren würde. Es hätte ja auch mich treffen können, aber hat zum Glück nicht. Mein Ex war in Adele verliebt, hatte sein Zimmer voll mit ihr und hatte unter seinem Bett 200 Dinos-Figuren. Also ich denke mal, ich sag mal so, jeder wie er will. Jeder hat seine eigenen Vorlieben, jeder hat sein eigenes Laster, würde ich sagen, aber du warst ja mit ihm zusammen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, warst du danach immer noch mit ihm zusammen? Oder wie alt wart ihr? Wenn ihr so 10 wart, kann ich das komplett nachvollziehen. Also, wenn er so über 16, 17 war. Oder vielleicht noch älter. Also, ich würde gerne wissen, wie lange die Beziehung ging. Ich habe von meinem Ex-Freund zu Weihnachten eine Tüte mit Luft bekommen. Das ist Liebe. Nur Luft und Liebe. Man sagt doch immer, ich wünsche mir nichts außer Luft und Liebe. Vielleicht war es ja süß gemeint. Aber ich glaube, du hast dir keine Luft gewünscht, oder? Das könnte auch so ein richtig Allmann-Humor sein. Übrigens habe ich irgendwann mal einen Kommentar bekommen, als ich Allmann gesagt habe, dass sich doch ein Deutscher angegriffen gefühlt hat, dass ich Allmann sage. Entschuldigung, ich rede auch Deutsch. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und bin auch eigentlich komplett deutsch. Und ich fühle mich davon nicht angegriffen. Ich weiß nicht, warum man sich von Allmann angegriffen fühlt, wenn es doch tausend andere Begriffe für andere Nationalitäten gibt. Aber Allmann? Das ist rassistisch, das darf man nicht sagen. Er wollte meinen Urin, oh nein, abgefüllt in Flaschen haben, um sie zu sammeln. Der alte, trockene 2017er. Also ich finde es manchmal echt krass, was Leute für Fetische haben. Also wirklich, was man hört, was man liest. Das ist verrückt. Also da denke ich mir manchmal echt. Oder an solchen oder in solchen Momenten merkt man, wie normal man eigentlich ist. Obwohl man eigentlich denkt, man hat den Hau weg, aber nein. Wir sind dann doch normaler, als wir denken, Leute. Und ich hoffe, er hat ihn nicht getrunken. Ich hoffe es sehr für dich. Habe im Nachhinein herausgefunden, dass mein Ex ein Drogendealer ist. Ja, Liebes, also da kann ich dir auch eine sehr lange, ausführliche Story drüber geben, denn eines meiner Ex-Freunde, der nicht in der Öffentlichkeit steht, also keine Sorge, jetzt nicht philosophieren oder so, aber eines meiner Ex-Freunde, same, same. Ich hab's geahnt damals und ich war noch sehr, sehr jung, ich war 16, 15, 16. Ich hab's geahnt, aber er hat's mir immer versichert, dass er es nicht gemacht hat. Aber es kamen halt immer komische Leute irgendwie zu ihm oder wir sind zu komischen Leuten gefahren und er hat dann mal gesagt, ja, hast einen Freund von mir, ja, hast eine Freundin, ja, hast dies, ja, hast das, ich muss so kurz was abholen. Und ich in meinem jungen, dummen Hühnchen dachte mir, ach, er hat so viele Freunde. Er ist so gesellig, so social und so. Super Mann, super Freund. Ja, nee. Also ich wusste es eigentlich schon, aber ich wollte es nicht so richtig wahrhaben. Und als wir dann getrennt waren, war es dann mehr als offensichtlich und er war somit eines der, ich würde nicht sagen der Größte, aber er war auf jeden Fall gut im Business in unserem Örtchen. Und das haben wir danach auch alle anderen gesagt und er hat mich halt die ganze Zeit einfach angelogen. So. Genau, also ja, ich habe auch Erfahrungen mit Ex-Freunden und Drogendealern oder Ex-Freunde, die Drogendealer waren. Ja, ein paar Monate später, nachdem wir auseinander waren, hatte er da eine Razzia bei sich zu Hause. Ups. Also es kamen auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Beichten von euch, aber ich würde damit sagen, das war's mit diesem Video, mit diesen Beichten. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war wirklich sehr amüsant, auch wenn manche Sachen echt nicht so geil waren, aber es war zum größten Teil sehr, sehr amüsant und ihr könnt mir ja gerne mal eine Beichte von euch in die Kommentare schreiben. Aber
vielleicht eine nicht so schlimme, weil man sieht euren Namen, also nicht vergessen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Fühlt euch alle geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!